Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Spitzengespräch. Ja, mein heutiger Gast war wie kaum ein zweiter in Deutschland für das Management der Corona-Pandemie zuständig. Er hat in der vergangenen Woche gemeinsam mit Angela Merkel die Umzugskisten gepackt und will nun Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Partei Deutschlands werden, der CDU. Herzlich willkommen, Helge Braun. Hallo, einen schönen guten Tag. Sagen Sie, fehlt Ihnen das jetzt schon, dieses morgens um 7.45 Uhr auf Angela Merkel treffen? Also persönlich ja, aber was die Termine angeht, nein. Was haben Sie denn gemacht zu so früher Stunde? Naja, im Kanzleramt ist es so, dass eigentlich ja den Tag bestimmt, was auch die Republik in Atem hält, also die aktuellen Themen und Krisen. Und da ist es wirklich sinnvoll, dass man sich jeden Morgen abstimmt, wer macht was. Denn ein Kanzleramtsminister muss natürlich immer absolut abgestimmt mit der Bundeskanzlerin agieren. Wie muss man sich Sie beide da morgens um 7.45 Uhr vorstellen? Gut gelaunt oder morgen muffelig wie die meisten um diese Uhrzeit? Mit dem ersten Kaffeeduft kommt die gute Laune. Was wird Sie immer mit Angela Merkel verbinden? Also ich glaube, diese 8 Jahre, die wir gemeinsam im Kanzleramt verbracht haben, sind jedenfalls für mich eine sehr prägende politische Zeit gewesen. Wir haben gestaltet, aber wir haben auch sehr viele Krisen zu bewältigen gehabt, von Ebola über Ukraine, über Flüchtlingskrise bis eben hin zu dieser Pandemie. Gab es zwischen Ihnen beiden trotz des guten Verständnisses auch mal so richtig Streit oder gab es etwas, was die Ex-Bundeskanzlerin so richtig auf die Palme bringen konnte? Nee, also es gibt eine einzige Geschichte ganz am Anfang. Das war das allererste Weihnachtsfest, wo Peter Altmaier und ich gleichzeitig nicht in Berlin sein wollten. Da hat sie sehr unmissverständlich deutlich gemacht, dass das nicht ihr Amtsverständnis ist. Und dann haben wir nie wieder gefragt und dann gab es auch keine Auseinandersetzungen mehr. Wie hat sie das deutlich gemacht? Ja, indem sie sehr klar gesagt hat, einer muss immer vor Ort sein, das ist auch richtig so. Weil wenn irgendetwas passiert, das gucken alle natürlich auf vielleicht das zuständige Ressort, aber natürlich auch immer aufs Kanzleramt. Sie haben ja zum Teil auch mitbekommen, wie Sie, Frau Merkel, mit den Staats- und Regierungschefs dieser Erde Telefongespräche geführt hat. Kann man sagen, nach welchem dieser Gespräche, mit wem sie am Ende am schlechtesten drauf war? Nein, das kann man nicht sagen. Also das war, glaube ich, sehr deutlich, dass Deutschlands Rolle in der Welt sehr geschätzt wird, dass Angela Merkel sehr, sehr geschätzt wird. Und natürlich gab es auch viele Gespräche, wo wir in sehr schwierigen Situationen waren. Wenn man gerade an die Auseinandersetzung rund um die Ukraine denkt. Mhm. Grundsätzlich ist ja auch etwas, was die Kanzlerin auszeichnet, ein sehr verbindlicher Ton. Sie waren dabei in der vergangenen Woche beim Ende dieser Ära Merkel. Gab es eigentlich eine Abschiedsparty? Na, es gab verschiedene Veranstaltungen, wo auch Angela Merkel einige Auslandsbesuche gemacht hat, auch einige Termine im Kanzleramt. Das haben wir mitbekommen, intern mit Ihnen. Natürlich, also wir haben am letzten Abend auch noch mal gemeinsam Spaghetti Bolognese gegessen und insofern sind dann am Mittwoch aus dem Kanzleramt gegangen. Warum ausgerechnet Spaghetti Bolognese? Weil das unsere gemeinsame Leidenschaft ist. Hat's geschmeckt? Ja. Fällt Ihnen eigentlich etwas ein, was Angela Merkel als große, singuläre Reform hinterlässt? Irgendwas Wegweisendes, Historisches? Ich gebe zu, mir fällt das schwer. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Also gerade so ein Thema, wo viele sagen, da wäre wenig passiert. Bei der Digitalisierung muss man sagen, da ist sehr viel Tiefbauarbeit geleistet worden mit der Grundgesetzänderung fürs Onlinezugangsgesetz, mit dem Registermodernisierungsgesetz, damit in Zukunft Sie als Bürger auch wirklich Verwaltungsleistungen einfach digital erbringen können. Glauben Sie, das wird mit dem Namen Angela Merkel verbunden? Das ist aber jedenfalls eine sehr, sehr große und sehr relevante Geschichte, die wir da gemacht haben. Genauso wie die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, wo ja der
der horizontale Länderfinanzausgleich mehr oder weniger abgeschafft worden ist, war, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Errungenschaft, gerade der letzten Jahre. Ich halte fest, mit Merkel wird die Abschaffung der horizontalen Länderfinanzausgleichs verbunden sein. Wir wollen Sie noch besser kennenlernen, Herr Braun. Gerade wenn Sie CDU-Vorsitzender werden wollten, haben eine rote Box für Sie gepackt mit Dingen aus Ihrem Leben und haben wir als erstes eine CD von den Dire Straits. Das ist die Band, für die Sie schwärmen? Ja, also da gehört zumindest die Zeit und auch die Dire Straits selber. Das ist sozusagen mein musikalisches Highlight. Was ist Ihr ein Lieblingslied von den Dire Straits? Also dieses The Walk of Life finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Oder Brothers in Arms? Ja, das ist natürlich eines der bekanntesten, aber auch sehr schön. Schauen Sie, was wir hier als nächstes für Sie haben. Sagt Ihnen das was? Also so eine schöne habe ich nicht. Das ist eine relativ historische Gartenschere, würde ich sagen. Wir hätten sogar was dabei. Heutzutage sind die übrigens, was die Schnittsicherheit sogar noch besser als die. Wir sehen hier ein Bild zusammen, Sie mit Ihrer Frau im heimischen Garten. Mhm. Wie viel Zeit verbringen Sie dort? Also dazu muss man sagen, in den letzten 4 Jahren als Kanzleramtsminister wurde selbst die Zeit dafür knapp bis unmöglich, weil auch die Wochenenden eigentlich voller Telefontermine sind. Gerade in der Hochzeit von Corona konnte es wirklich sein, dass man 30, 40 Telefonate am Stück eigentlich ohne Pause auch Samstag und Sonntag von morgens bis abends geführt hat. Dementsprechend sieht es so gepflegt wie auf dem Bild der Garten gerade nicht aus, aber das kann ja wieder werden. Aber was machen Sie, wenn Sie Zeit haben für den Garten? Ja, alles Rasenmähen, Pflanzen, dafür sorgen, dass er blüht und gedeiht. Zeigen Sie uns doch mal kurz, was beim Pflanzenschneiden zu beachten ist. Da mehr als Laien. Die muss überhaupt nicht geschnitten werden. Die ist wunderbar, wie sie ist. Gut, dann lassen wir die, wie sie ist und nehmen den nächsten Gegenstand. Eine Erinnerung. Das haben Sie jetzt der Familie zu Hause weggenommen. Richtig, aus dem professionellen Arztkoffer. Sie haben mal gesagt, meinen Beruf als Arzt vermisse ich immer dann, wenn ich in der Politik von besonders viel Bürokratie aufgehalten werde. Dann träume ich schon davon, im Notarztwagen zu sitzen, mal wieder praktischer zu arbeiten. Was haben Sie gemacht damals im Notarztwagen? Naja, die Notfallmedizin ist insofern schon etwas Besonderes, weil man häufig nicht weiß, was einen erwartet. Und die meisten Einsätze sind relativ unspektakulär, dass man zu Leuten mit sehr subjektiven Beschwerden oder mal ein entgleister Blutzucker, aber es gibt auch sehr, sehr besondere Notfälle, angefangen von großen Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten oder eben auch mal ein heimischer Schlangenbiss von einem Tierhalter. Das haben Sie auch erlebt. Habe ich auch erlebt, ja. Ich habe in der Vorbereitung ein schönes Zitat von Ihnen gelesen. Im Kanzleramt geht es ein bisschen zu wie auf einer Intensivstation. Wie meinten Sie das? Nee, natürlich ist es so, dass wir ständig wechselnde Themen haben. Man ist im Kanzleramt immer für das verantwortlich, was gerade akut ist. Und das ist ja das Spannende. Nicht die Hinwendung nur auf ein Fachgebiet. Das habe ich früher im Forschungsministerium als Staatssekretär ja auch erlebt. Das war auch sehr spannend. Das war natürlich tiefgreifender in der Befassung. Aber die akuten Probleme sind immer im Kanzleramt und damit beschäftigt man sich auch immer mit dem, was gerade Deutschland bewegt. Und meistens sind es die Probleme, die zu einem kommen, weil die Dinge, die sag mal, sehr positiv sind, die machen gerne Fachminister natürlich auch selbst. Ich hatte es ja eingangs gesagt, kaum jemand war so sehr für das Corona-Management, zumindest bis Übernahme der neuen Bundesregierung, verantwortlich wie Sie. Und da ging es ja zum Teil dann doch nicht ganz so geordnet zu, wie die Bürgerinnen und Bürger sich das wünschen. Es gibt zumindest Zeugen, die da von einer gewissen Planlosigkeit reden. Wir hören mal kurz, was mir auf diesem Stuhl der Kollege Bodo Ramelow über die Ministerpräsidentenkonferenz erzählt hat, in der die sogenannte Osterruhe geboren wurde. Dann wurde gesagt, wir machen mal eine Viertelstunde Pause. Nee, nicht Mann. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, ich brauche 15 Minuten Pause und das war das Letzte, was ich gehört habe. So, ich habe auf einen bunten Bildschirm geschaut und habe 6 weitere Kollegen über Stunden hinweg gesehen und mit Rainer Haseloff haben wir dann angefangen, auch Späßchen zu machen, weil immer die Frage im Raum steht, wer ist hier eigentlich wo und was passiert hier Sie eigentlich? Sie saßen die ganze Zeit vor dem Bildschirm? Na, selbstverständlich.
Weil es hätte ja sein können, dass die 15 Minuten gleich rum sind. Gab es keine Zwischenmeldung? Nein. Es geht in einer halben Stunde weiter? Nein, vom Bundeskanzleramt nichts, vom Chef des Kanzleramts nichts, von einem Mitarbeiter nichts. Und ich weiß nicht, was die Kollegen gewusst haben oder nicht gewusst haben. Ich habe erst das erste Mal wieder um 22.45 Uhr ein Lebenszeichen gehört. Schon ein bisschen peinlich, oder? Nee, das war eine besondere Ministerpräsidentenkonferenz, weil alle gesehen haben, weitere Beschränkungen sind erforderlich. Das war ja der Hintergrund, dass die britische Alpha-Variante gerade Deutschland fest in den Griff genommen hat. Und die Bereitschaft aber, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr andauernde Maßnahmen nochmal zu verkünden, war sehr gering. Und deshalb muss man einfach sagen, hat es über viele, viele Stunden sehr, sehr hitzige Diskussionen gegeben, auch in kleinen Kreisen, um überhaupt in der Situation eine Lösung zu finden. Aber Ministerpräsidenten wie Herr Ramelow bekamen davon dann gar nichts mit, ne? Deshalb sage ich ja, also zeitweilig hat die Kanzlerin, hat MPK-Vorsitzland und Stellvertreter und auch Olaf Scholz auch sich zurückgezogen und im kleinen Kreis gesprochen. Das ist, wenn man sich nicht einigen kann, aber eine Krise im Land gerade keinen Handlungsaufschub duldet, der einzige Weg. Tut es Ihnen rückblickend ein bisschen leid für Kollegen wie Bodo Ramelow? Also in der Sitzung ist es natürlich für diejenigen, die da warten, nicht schön. Aber im Kern haben wir alle einen gemeinsamen Auftrag gehabt, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, eine Corona-Krise zu bewältigen. Und wenn man sozusagen alle Vorschläge, die vom Gesundheitsminister auf dem Tisch liegen, nicht akzeptieren will, dann muss man eben trotzdem so lange weiterarbeiten, bis man eine Lösung hat. Und das hat in der Nacht sehr, sehr lange gedauert. Und das hat dann in den Folgetagen auch noch sehr viele Konsequenzen gehabt, weil die Ideen, die in der Nacht geboren wurden, einfach nicht gut waren. Und deshalb zurückgenommen wurden. Jetzt erklären Sie mir doch noch mal abschließend, wie konnte die Bundesregierung diese jetzt immer noch laufende vierte Welle derart verschlafen? Warum hat sie uns offenkundig so unvorbereitet getroffen? Also diese vierte Welle hat uns überhaupt nicht unvorbereitet getroffen, sondern es war klar, dass sie kommt. Und wir haben auch klare Beschlüsse gefasst, um ihr zu begegnen. Wenn man im August oder September die Impfzentren quasi abbaut, die man dann spätestens im Oktober merkt, die hätten wir super gebrauchen können. Ja, wir haben zum Beispiel Anfang September beschlossen, dass allen ab 60 Jahren eine dritte Impfung angeboten wird. Das war klar. Wir haben dann gesehen, das findet nicht statt. Ich habe im Oktober sehr deutlich gesagt, wir brauchen jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz. Haben alle gesagt, oh, das ist ja immer so schrecklich. Aber es ging um die Frage, ob wir jetzt Tempo beim Boostern bekommen oder nicht. Und es war im Endeffekt Olaf Scholz und die Ampel, die dann gesagt haben, wir machen keine Ministerpräsidentenkonferenz, bevor nicht unsere Gesetzgebung über den Weg ist. Aber warum wurde nicht unter Ihrer Führung zum Beispiel im August oder September schon eine Kampagne zur Boosterimpfung der gesamten Bevölkerung gestartet, vorbereitet? Also das sowohl vom Bundespresseamt als auch vom Gesundheitsministerium gab es so eine Kampagne damals schon. Also das lief. Das Problem ist, wenn wir in der Politik nicht alle gemeinsam und dass diejenigen, die da gewarnt haben, hatten das Problem, das nehme ich auch sozusagen für mich in Anspruch, dass sie Horrorprognosen abgeben, dass sie eine Paniktruppe sind, weil alle das Gefühl hatten im Sommer, es läuft gut. Und auf die Warnungen der Wissenschaft, auf die ich immer gehört habe und die ich auch immer sozusagen in allen Gesprächen weitergegeben habe, haben viele nicht vergleichbar reagiert. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in dieser vierten Welle mehrfach zu spät reagiert haben. Und deshalb konnte die so hoch werden, was ich als ein Riesenproblem empfinde. Wenn Sie sagen, Sie hätten frühzeitig gewarnt, wer ist denn dann schuld, dass eben nicht rechtzeitig gehandelt wurde? Habe ich ja gerade gesagt. Also wir haben bereits im Oktober sehr deutlich den Ruf nach einer Ministerpräsidentenkonferenz gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat die neue Ampelkoalition aus meiner Sicht einen fundamentalen Fehler zu Beginn gemacht. Also sind die Ministerpräsidenten schuld? Nee, die Ampelkoalition hat dieses neue Infektionsschutzgesetz mit Aufhebung der epidemischen Lage und Reduzierung des Maßnahmenkatalogs erstens als völlig falsches Signal zum falschen Zeitpunkt präsentiert und dann auch noch Wert darauf gelegt, und da muss man Olaf Scholz auch mit reinnehmen, dass
erst dann eine Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet, wenn dieses Gesetz durch den Bundestag ist. Und das hat uns fast 4 Wochen Zeitverzug gebracht. Sie sind Olaf Scholz, den neuen Bundeskanzler, ja ziemlich hart angegangen, haben ihm in diesem Kontext auch Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Trotzdem, als jemand, der fürs Management bis quasi vorletzte Woche mitverantwortlich war, ist so eine Kritikzuweisung nicht auch ein bisschen wohlfeil? Nein, sondern ich habe mir das alles sehr gut überlegt, weil mein Selbstverständnis ist, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt, dann machen wir das in Stil und Form ordentlich. Und ich glaube, das haben wir auch getan. Wir haben sowohl die Ampelkoalition mit Sachinformationen aus dem Kanzleramt für ihre Verhandlungen versorgt und wir haben auch den Übergang zu Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt im Bundeskanzleramt gut gemacht. Aber wir waren zusammen mit Olaf Scholz in den letzten 4 Wochen in einer gemeinsamen Verantwortung in der alten Bundesregierung und waren in der alten Bundesregierung nicht mehr so handlungsfähig, wie ich mir das wünsche, weil eben dieser SPD-Teil bereits sozusagen sich in Richtung Ampel verabschiedet hatte. Und deshalb, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir spätestens am, 25. Oktober eine Ministerpräsidentenkonferenz gemacht und hätten damit einen Monat mehr gehabt, um früher und rechtzeitiger auch die Auffrischimpfung in Deutschland voranzubringen. Wie wichtig war Karl Lauterbach eigentlich für die Corona-Strategie in der Zeit, als Sie noch im Kanzleramt waren? Also Karl Lauterbach hat große Verdienste auch um die Kommunikation in dieser Corona-Krise gehabt, auch bevor er Bundesgesundheitsminister wurde. Und er war auch ständig mit Ihnen und der Bundeskanzlerin im Gespräch. Wir haben uns sehr oft ausgetauscht und das war auch wichtig, weil das größte Pfund in dieser ganzen Corona-Krise ist ja die Mitwirkung der Bürger selber. Weil die meisten Ansteckungen finden im Privaten statt. Das heißt, wenn wir nicht jeder Einzelne von uns sich klug verhält im privatesten Bereich, dann können alle Beschränkungen im öffentlichen Raum und so das nicht aufwiegen. Das heißt, wir brauchen das Verständnis und die Bereitschaft der Bevölkerung. Das war auch für mich ein Grund, mehr Medientermine wahrzunehmen. Und das hat Karl Lauterbach auch getan und er findet sehr viel zur Klarheit und zur Aufklärung beigetragen. Das war ein wichtiger Beitrag in dieser frühen Phase. Herr Braun, lassen Sie uns den größten Problemen der CDU widmen und gucken, ob wir ein passendes Rezept finden. Ihre Partei gilt als reiner Männerverein, wieder nachdem Angela Merkel jetzt auch sich zurückgezogen hat. Sie kennen die Zahlen, nur 23,4% der Abgeordneten Ihrer Fraktion im Bundestag sind Frauen. Unter den jetzigen Kandidaten für den Parteivorsitz sind nur Männer, auch wenn sie Frauen in ihrem Team natürlich haben. Und im gerade frisch gewählten Fraktionsvorstand sind von 20 Posten 5 Männer. Welches Rezept gegen die Männerlastigkeit Ihrer Partei notieren Sie auf diesem Rezeptbuch? Also generell, wenn man attraktiv sein möchte als Partei für neue Mitglieder, für junge Mitglieder und für Frauen, dann setzt das Verschiedenes voraus. Erstmal, dass wir die Inhalte bedienen, die für diese Personengruppen interessant sind. Dass wir natürlich die Repräsentanz erhöhen, darauf haben Sie angesprochen. Dazu gibt es einen fix und fertigen Vorschlag in der CDU. Wir haben sozusagen die Satzungsänderungen liegen in der Schublade, die warten nur sozusagen auf den nächsten Präsenzparteitag, um auch beschlossen zu werden. Aber dazu gehört es natürlich auch, dass wir die Art, wie wir arbeiten, digitaler, familienfreundlicher, niedrigschwelliger organisieren. Schreiben Sie es kurz auf unserem Rezeptbogen. Ein Rezept gegen die Männerlastigkeit Ihrer Partei. Was haben wir hier? Was steht da? Ein neuer Stil. Ein neuer Stil. Haben wir das schon mal? Zweites Problem. Die CSU und der ewige Störenfried Markus Söder. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Armin Laschet seine Kampagne stark vom persönlichen Betragen Markus Söder beeinträchtigt sah. Wie wollen Sie mit diesem Problem künftig fertig werden?
Also zunächst mal muss man sagen, wir hatten nach langen Jahren auch von schwierigen Diskussionen mit der CSU unter Annegret Kramp-Karrenbauer eine Situation, dass die beiden Schwesterparteien wirklich wieder sehr eng Schulter an Schulter gestanden haben. Konnte man im Wahljahr nicht viel vormerken, aber gut. Und das ist im Wahljahr durch die Auseinandersetzung über den Kanzlerkandidaten ist sehr viel von dem Porzellan auch wieder zerschlagen worden. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir, wenn wir jetzt ein neues Präsidium, einen neuen Bundesvorstand haben, sehr schnell den Schulterschluss mit der CSU wieder suchen. Und dazu gehört, dass man sich nicht vorneweg gegenseitig irgendwelche Schuldzuweisungen macht, sondern dass man sagt, wir sind nur erfolgreich, wenn wir geschlossen sind. Denn wenn es Ärger zwischen CDU und CSU gibt, gibt es den Ärger auch immer mitten in der CDU. Das packen Sie jetzt bitte in ein Rezept. Das ist ein neuer Umgang. Stil, denn das Rezept haben wir schon, das passt da auch mit runter. Auch im Umgang mit ihm hier? Ja, weil wir müssen dann nämlich uns, wenn wir sozusagen jetzt in einer Phase sind, wo wir dann keine Konflikte haben, auch noch etwas überlegen, aus meiner Sicht, wenn es zu Konflikten kommt, dass nicht nur die beiden Parteivorsitzenden, sondern dass etwas breiter, vielleicht die beiden Präsidien, dann auch eingebunden sind in der Problemlösung, weil das hat man schon auch bei der Diskussion um den Kanzlerkandidaten gemerkt. Das hat da man saßen gemerkt. Viele das stimmte, was sozusagen in der zweiten Reihe, die große Sorgen hatten, und deshalb braucht man sowohl für thematische als auch für solche personellen Fragen einfach eine gemeinsame Vereinbarung. Wie gehen wir dann in Zukunft damit um, damit es nicht eskaliert? Letzter Problembereich. Ihre Partei wirkt auf viele Bürgerinnen und Bürger gerade gesellschaftspolitisch doch eher rückständig. Ein Beispiel dafür, die Ampelregierung will jetzt den Paragraphen 219a abschaffen, also dass Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, zumindest darüber informieren können. Wie ist Ihre Position? Also das ist, wir haben den 219a in der vergangenen Legislaturperiode geändert und haben genau ermöglicht, dass Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, darüber informieren können. Das ist erfolgt. Das, was jetzt passieren soll, ist eine vollkommene Abschaffung des Werbeverbots für den Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, wenn die Ampel das umsetzt, heißt das im Ergebnis, dass wir in Deutschland keinen Unterschied mehr machen, ob sie für eine Schönheitsklinik oder eine Abtreibungsklinik Werbung machen. Und das hielt ich für falsch. Es geht einfach um Information, dass Ärztinnen und Ärzte das... Wenn Sie könnten auch eine Diskussion, also erstens, wir haben den Paragraphen geändert und haben die Information möglich gemacht. Wenn Sie die Position hätten, diese Informationsmöglichkeiten gehen noch nicht weit genug, könnten Sie eine weitergehende Änderung vorschlagen. Darum geht es aber nicht. Im Koalitionsvertrag steht die vollkommene Abschaffung des 219a und damit eine Entfernung des Werbeverbots für den Schwangerschaftsabbruch komplett aus dem Strafgesetzbuch. Schreiben Sie uns trotzdem aufs Rezept, wie Ihre Partei künftig gesellschaftspolitisch moderner rüberkommen soll. Die CDU ist gesellschaftspolitisch eine moderne Partei. Ich glaube, dass wir aus dem christlichen Werteverständnis, was wir haben, aber auch sehr darauf achten, dass wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft auch wirklich gut beachten. Und wir sehen ja, dass es immer mehr auch spaltende Tendenzen gibt. Können Sie uns ein konkretes Beispiel für diese Modernität, die viele einfach noch nicht mitbekommen haben, geben? Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren mit dem, wie wir unsere Gesellschaft aufgestellt haben, schon die richtigen Weichen gestellt haben. Ich glaube nicht, dass die Änderungen, die jetzt die Ampel sich noch gesellschaftspolitisch zusätzlich vorstellt, dass die uns weiterbringen. Auch aus der medizinischen Sicht kann ich keinen Vorteil darin sehen, wenn wir jetzt zusätzliche weiche Drogen legalisieren. Da bin ich auch dagegen. Herr Braun, wir haben uns mal bei den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße umgehört, was die Leute von Ihnen so halten, gerade mit Blick auf einen möglichen CDU-Parteivorsitz. Mhm. Was halten Sie denn von diesem Mann hier? Obstsalat. Ich kenne ihn ja nicht. Er war der Chef im Kanzleramt. Helge Braun, genau, richtig. Kandidat für den CDU-Vorsitz. Der will Chef werden, ne? Um ehrlich zu sein, hat man von dem noch nicht so viel gehört. Ich denke mal, er wird so die Merkel so ein bisschen fortführen, ne? Also es ist halt nichts Neues, ne? Also steht nicht für einen Neuanfang.
Ja, ich glaube, er würde eine gute Arbeit machen. Er ist auch sympathisch in seiner Art. Ich sag mal, wer steht noch zur Debatte? Friedrich Merz, ne? Dann nehmen wir doch lieber Grinsebacke. Und was meinen Sie, müsste die CDU tun, um wieder regierungsfähig zu werden? Oder muss sie überhaupt irgendwas ändern? 30 Jahre Oppositionsarbeit leisten, Profil erneuern. Auf jeden Fall mehr für den Klimaschutz tun und auch mehr für junge Leute. Mit den Frauen, das hat ja auch noch nicht so 100% geklappt. Mehr in die Bildung investieren. 30 Jahre in der Opposition erholen ist offenkundig nicht Ihre Vorstellung. Hat Ihnen irgendwas von dem, was Sie da gehört haben, zu denken gegeben? Nein, ich glaube, dass ja sehr deutlich geworden ist, auch in den Themen, die Sie angesprochen haben. Wir brauchen bei so Themen wie Klimaschutz eine klare Unionshaltung. Da haben wir in der Vergangenheit, und das zeigt, wir müssen nicht nur eine Mitgliederbefragung machen über den Vorsitzenden, sondern auch bei solchen großen inhaltlichen Themen die Mitglieder stärker einbinden, damit man wahrnimmt, da gibt es ein Unionskonzept, was im Übrigen allen anderen überlegen ist. Ja, und das haben wir bisher in nicht der Fall. Das würden auch nicht Sie rübergebracht, definitiv. Kann man diesen Wettstreit um den Parteivorsitz in etwa so zusammenfassen? Da ist Friedrich Merz, ausgewiesener Gegner von Angela Merkel, persönlicher Art, aber auch inhaltlicher Art. Da haben wir Norbert Röttgen, ausgewiesener Gegner Angela Merkels persönlicher Art, inhaltlich nicht ganz so. Und Sie, gut befreundet mit Angela Merkel und stehen auch für Ihren Kurs. Nein, also ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, es geht jetzt erstens nicht mehr um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Und alle versuchen sich sozusagen die Frage, was jetzt ist, aus der Vergangenheit zu erschließen. Das ist falsch. Ich bin seit 18 Jahren Kreisvorsitzender der CDU, bei mir vor Ort in Hessen. Ich habe eine völlig andere Sozialisation als Angela Merkel. Und ich habe mit ihr gut zusammengearbeitet. Und ich glaube auch, dass die CDU auf 16 Regierungsjahre stolz sein kann, weil wir vieles für Deutschland geleistet und auch gerade manches Schwierige für Deutschland verhindert haben. Dass Sie jetzt gerade neuer Vorsitzender im Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag werden sollen, ist das in irgendeiner Form vereinbar oder nicht vereinbar mit einem möglichen CDU-Vorsitz? Das hat damit in weiten Teilen nichts zu tun, sondern ist ein anstrengender Job. Ja, also es gibt in der CDU Leute, die sagen, wenn man Parteivorsitzender wird, muss man gleichzeitig noch Fraktionsvorsitzender sein. Oder Bundeskanzler. Und das habe ich für mich jedenfalls, was den Fraktionsvorsitz angeht, ausgeschlossen. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte dennoch in der Fraktion mitarbeiten, auch nicht das Alleinige, sondern ein Gesicht der Opposition sein. Und der Vorsitzende des Haushaltsausschusses ist die profilierte Oppositionsfunktion, die einem nach langjährigem Parlamentsbrauch der größten Oppositionsfraktion zusteht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die Bundestagsfraktion mich dafür vorgeschlagen hat. Und ich finde, wenn man einen modernen, an Team orientierten Führungsstil haben will, dann passt das hervorragend zusammen. Ich habe für Sie eine kulinarische Delikatesse zum Schluss, die sauren Drops. Sie sind wirklich sehr, sehr sauer. Es geht wie folgt. Ich beginne einen Satz, den Sie bitte möglichst sinnvoll vervollständigen. Es sei denn, das Thema ist Ihnen so unangenehm, dann greifen Sie beherzt zu, dann nehmen Sie einen sauren Drop und wir gehen zur nächsten Frage oder zum nächsten Thema über. Bereit? Naja, ich bin mal gespannt, ob ich Ihre sauren Drops wirklich esse. Ich glaube das nicht. Dass ich während der Corona-Krise teilweise mehrere Nächte nicht in den Schlaf gefunden habe? Das ist, man hat schon nachts seine Gedanken, die kreisen, aber am Ende bin ich doch auch in jeder Nacht noch eingeschlafen. Es ist schon gerade am Anfang, als man noch nicht wusste, ob die Maßnahmen, die man alle ergreift, wirken. Heute wissen wir ja sehr viel mehr. Das war schon eine besonders auch nervenaufreibende Zeit, muss man klar sagen. Das war auch eine lange Satzergänzung. Zweite, problematisch an einem Abiturschnitt von 1,0 ist? Da nichts dran problematisch. Dass meine Corona-Warn-App letztlich ein großer Flop geblieben ist? Halte ich für absoluten Unsinn. Die Corona-Warn-App aus Deutschland ist nicht nur eine der erfolgreichsten überhaupt, sondern sie hat in dieser Corona-Krise sehr, sehr viele Menschen gewarnt und hat damit einen wichtigen Beitrag geleistet und
hat auch Schritt für Schritt so viele zusätzliche Funktionen erhalten, dass man neben der Tatsache, dass sie auch noch eine völlig neue Abstandsmesstechnologie mit dem Fraunhofer-Institut etabliert hat, glaube ich, im Nachgang viele Leute sagen werden, das ist wegweisend gewesen. Wenn ich Wolfgang Schmidt, meinem Nachfolger im Kanzleramt, nur einen einzigen Tipp hätte mitgeben können, dann hätte ich den Einzelnen, so wie die vielen, die ich ihm wirklich gegeben habe, natürlich unter vier Augen gesagt. Dass ich so verkniffen gegen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis bin. Ich bin da gar nicht verkniffen, aber jeder, der das Gefühl hat, es sei schlau, das hier eine Legalisierung vorzunehmen, da sollte sich sozusagen mal eine Nacht am Wochenende in einen Notarztwagen setzen und mal schauen, wie viele Probleme unnötiger Art, wie viel, durch Drogen im weitesten Sinne, weiche, harte Alkohol, wirklich verursacht werden, wo Menschen wirklich schlimm zu Schaden kommen, dann hat man nicht das Gefühl, dass es hier weiterer zusätzlicher Drogen bedarf. Dann müssten Sie eigentlich nur noch die freie Abgabe von Alkohol einschränken. Soweit wollen wir mal nicht gehen. Das, was kulturell bei uns gewachsen ist, bleibt. Die CDU ist keine Verbotspartei, aber jetzt noch so über solche Erweiterungen und neue Einstiege nachzudenken, halte ich für falsch. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Braun. Wollen wir mal schauen, ob wir beim nächsten Mal dann darüber reden, wie es so ist als CDU-Vorsitzender. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse am heutigen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche zum Spitzengespräch. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.